Heute soll es mal um ein Spiel gehen, das meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, und zwar um Astral Chain. Astral Chain wurde bei der letzten Nintendo Direct angekündigt und so mehr oder weniger aus dem Nix, man wusste zwar, dass Platinum Games ein Spiel noch in Entwicklung hat, aber mit dem Release vorletztes Jahr von Nier Automata und dem momentanen eigentlichen Hauptprojekt Bayonetta 3 kommt es doch etwas überraschend, finde ich, dass jetzt plötzlich noch ein Spiel in Entwicklung ist von Platinum Games, und ich war der Meinung, dass sie sogar noch etwas entwickeln. Also ja, die sind schon ein ziemlich großes Studio mittlerweile. Aber finde ich gut, denn ich persönlich ich finde Bayonetta richtig geil. Aber ich finde das Setting einfach, das Setting spricht mich nicht so sehr an. Es ist halt ein bisschen zu ab, nicht zwingend zu abgespaced. Es ist einfach so ein bisschen, es passt nicht zusammen, finde ich. Und es spricht mich, wie schon gesagt, einfach nicht an. Aber Astral Chain, heilige Kacke, dieses Spiel sieht sowas von geil aus. Ich will es am liebsten jetzt haben. Gut, dass das Spiel schon bald released, und zwar am 30. August. Ist nicht mehr so weit weg, aber wie schon gesagt, ich hätte es lieber jetzt noch ein halbes Jahr. Ist ja doch noch ein halbes Jahr bis dahin. Aber bisher weiß man noch nicht allzu viel über das Spiel. Es wurde so ein bisschen auf der Nintendo-Webseite hat man so ein bisschen wurde so ein bisschen beschrieben, wie das Kampfsystem funktionieren wird. Und zwar wird man sich am Anfang des Spieles einen Charakter aussuchen. Entweder den männlichen oder den weiblichen Charakter. Je nachdem, welchen man auswählt, dann ist der andere nämlich Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester und unterstützt einen in den Kampf. Und das sieht man bei diversen Screenshots oder auch in dem Video, welches released wurde, worden ist. Sie sind so ein bisschen mit Ketten verbunden, und man kann zusammen kämpfen, man kann aber auch sich aufteilen, um mehrere Gegner gleichzeitig zu bekämpfen. Und ich finde das extrem cool, und im Trailer sah das ganze Kampfsystem auch extrem dynamisch aus. Was meine ich jetzt mit dynamisch? Ich meine mit dass das Kampfsystem dynamisch ist, dass es einfach flüssig ist. Man wechselt einfach hin und her, und es gibt nicht so ein Stottern. Da meine ich jetzt nicht die Framerate, sondern ich meine einfach, es geht zack, zack weiter. Und genau das finde ich auch in Bayonetta cool. Ich liebe das Kampfsystem. Ich bin zwar nicht so ein Riesenfan von den Kombos, aber wenn man es erstmal rausgefunden hat, wie es geht, dann macht es richtig Spaß, solche Kombos reinzubrettern. Und die Hexenzeit in Bayonetta finde ich auch richtig cool. Und ich habe auch das Gefühl, dass man hier so ein bisschen das Abgespacede aus Bayonetta rausgenommen hat und hier nochmal ein bisschen mehr in das Kampfsystem gesteckt hat, dass das Kampfsystem noch ein bisschen verstrickter wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, noch so ein bisschen taktischer. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe sowas. Ich bin auch ein riesen Fan von dem Kampfsystem in Xenoblade Chronicles 2. Denn das ist jetzt zwar nicht wirklich dynamisch, es ist ziemlich, naja, man kann halt immer nur einen Gegner bekämpfen, und ein dynamisches Kampfsystem macht's halt ein bisschen aus, dass man gegen mehrere Gegner auch wirklich gut kämpfen kann. Aber ich habe mich jetzt hier schon wieder viel zu lange im Kampfsystem aufgehalten. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter, und zwar zum ganzen Setting. Und zwar tauchen plötzlich überall Portale in der Stadt auf, und da kommen Kreaturen raus, und jetzt liegt es an der Polizei, die zu bekämpfen. Aber die normale Polizei ist damit total überfordert, und deswegen wird eine Sondereinheit gegründet. Und mit einer Waffe namens Legion oder Legion, wie auch immer, bekämpfen sie dann die Kreaturen. Und ja, viel mehr weiß man eigentlich nicht. Man konnte so ein bisschen aus dem Trailer entnehmen, wie das Ganze halt, wie schon gesagt, mit Kampfsystem ablaufen wird und wie man kämpfen wird. Aber ganz am Ende des Trailers, und ich bin mir zu 100% sicher, dass das nicht in der richtigen Direct, dass man das gesehen hat, dass er mal ganz am Ende noch in dem Video, was danach veröffentlicht worden ist, einen kurzen Ausschnitt mit einem Charakter in einem Kostüm, wo Müll wegwerft. Ganz komisch, so ein bisschen Platinum Games mäßig.
Und erst dann kommt das Platinum Games Logo. Oder davor, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der richtigen Direct nicht so war. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Anspielung irgendwie darauf, dass das Spiel auch, ja, wie sage ich, das ist so ein bisschen noch einen Slice-of-Life-Aspekt vielleicht drin hat. Ich weiß nicht. Es würde nicht, es würde dazu kein Platinum Game, schlechter Wortwitz, aber es würde zu keinem Spiel von Platinum Games passen. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube einfach, das war noch so ein Witz, so ein Touch, sage ich mal. Aber ansonsten, wie schon gesagt, man weiß nicht viel mehr dazu. Oh, und bevor ich es vergesse, die Musik. Heiliger Strohsack, die Musik. Im Trailer hat man nur ein einziges Stück gehört. Aber das war so geil, das hat so gut gepasst und ich liebe sowas. So, das ist nicht wirklich so zwingend Gänsehaut, aber es ist so unglaublich spannend. Und es untermalt das einfach perfekt und das Spiel sieht grafisch wirklich wunderbar aus. Und ich hoffe, dass es in der Release-Version dann auch so aussehen wird. Und mir ist dann sogar noch die Auflösung egal fast, denn das Spiel sieht einfach nur wunderschön aus. Es sieht echt wunderschön aus, das Spiel. Sind wir uns zwar eigentlich von Platinum gewohnt, aber schön, dass es trotzdem noch so gut aussehen kann. Und ich finde, es sieht wesentlich besser auch aus als Bayonetta 2. Vielleicht baut es auf der gleichen Engine auf oder auf der gleichen Version der Engine wie Bayonetta 3. Zu Bayonetta 3 haben wir auch noch gar nichts gesehen. Aber mich würde es auch mal wundern, wie lange das Spiel schon in Entwicklung ist. Aber wie schon gesagt, das ist eigentlich alles, was wir bis dato wissen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.